So, heute stelle ich euch eine Arbeit vor, beziehungsweise ein Relikt von der Künstlergruppe Die Weißenhofer. Und zwar ein Nummernschild, das sie gemalt haben. Und zwar für eine Ausstellung und für eine Aktion, zu der sie mich tatsächlich eingeladen haben. Und zwar hatten sie eine Ausstellung im Funkhaus des Südwestrundfunks, also hier in Stuttgart, dem SWR, und waren dort eingeladen und haben die Ausstellung genannt Die Weißenhofer vergeben einen Sendeplatz. Und diesen Sendeplatz haben sie an mich vergeben, nämlich weil ich eben auch Radio mache, aber eben nicht beim SWR, sondern im Freien Radio für Stuttgart, die Sendung Bear on Air. So kam es, dass wir zusammen eine Sendung gemacht haben, eine Bear-on-Air-Sendung im SWR. Das war aber nicht alles, sondern es gab eben eine Ausstellung. Bei der Ausstellung gab es eine Installation, die stand wochenlang, sozusagen solange die Ausstellung lief, direkt im Innenhof des SWR. Es war ein Auto, und zwar ein alter irgendwie Renault S-Bus, der zum Übertragungswagen dekliniert wurde oder definiert wurde. Er wurde beschriftet mit Logos, scherenschnittartige Gesichter von den drei Weißenhofern und von mir. Die Weißenhofer sind, ich sag mal, mit bürgerlichem Namen Matthias Beckmann, Jörg Mandernach und Uwe Schäfer und nennen sich Kies, Karl und Bob Weißenhofer. Und es gibt eben eine Legende zu den Weißenhofern, die kann man auf ihrer Website sehr gut studieren. Und in dieser Legende bin dann plötzlich ich aufgetaucht, also auch ich brauchte ein Pseudonym und ich war plötzlich Elliot Weißenhofer. Und im Hof stand das Auto, das war das Nummernschild und es war eben, wie gesagt, ein Übertragungswagen und in diesem Renault S-Bus hinten war ein Schlafsack und darin lag offensichtlich ein Mensch und dieser Mensch hat dort gewartet oder zumindest geschlafen und tatsächlich auch geatmet. Also der Schlafsack hat sich immer leicht auf und ab bewegt. Und wir hatten dann zur Eröffnung tatsächlich auch eine kleine Performance. Wir haben zusammen als Band fungiert und haben einen alten Klassiker aus der Kunst den Zuschauern zu Gemüte gebracht, will ich mal sagen, nämlich von Boys Sonne statt Reagan. Ein unvergessliches Live-Erlebnis und das, ja, war jetzt mein Beitrag zu den Weißenhofern.